Hi, ihr Leute auf YouTube, willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Wir sind wieder mit Rivet unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Kümmern wir uns um die Verstopfung. Das hat sie gesagt. ja, ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen so, fest. Wem räumen wir heute den Darm aus? Die schlauesten Köpfe, man sieht's. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder! Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Geil. Endlich Phasenquarz. Da können wir vielleicht auch mal diesen Dimensionator reparieren bald. Habe ich hier alles gemacht, ist die Frage. Ich glaube, ich habe hier 100%. So, direkt schon beim ersten Mal durchlaufen. Ja. Die Kostüme haben wir, die Bolts haben wir und den Infobot. Na, sehr gut. Fast da. Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen. Ich liebe dich. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Sieh an, die Männergang ist zurück. Die Männergang. Was? Das hat bis da unten... Okay. Bis da unten hin hat es eben geleitet. Habt ihr das gesehen? Auf die Gegner, meine ich. Frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Wow. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da geht's nirgends hin. Oha. Das ist ja geil hier. Die Nachrichten, die Chefingenieurin hört? Ich will alle Kisten und ich will alle Bolts. Schade, ich komme da gar nicht ran. Oh, eine Trophäe. Alter, was ist hier los? Das ist cool. Ich feiere es gerade ein wenig. Aber warte mal, habe ich hier überhaupt alles schon in der anderen Dimension? Was hast du gesagt? Ich höre dir nicht zu. Yeah. Wir kommen dem Hauptbohrer rasant näher. Whee. Ich rieche ein Bossfight. Wow. Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wer wollte das nicht? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Ah, ich mag Rivet. So, erstmal kurz sammeln hier. Bohrerdach, Phasenquarz. Da haben bestimmt ein paar Gegner was gegen, ja? Wenn wir das machen. Hier ist doch bestimmt irgendwo Raritarium versteckt, wenn das jetzt schon wieder ein neuer Abschnitt ist. Und ich sonst alles abgesucht habe. Suchen wir die Kurbel, um den Bohrer zu bedienen? Nein. 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 Clank, nein. Das machen wir nicht. Nombax, Roboter, tolle Neuigkeiten. Ich habe die Nachricht entschlüsselt. Hör zu. Endlich anfangen. Hör zu. Nicht den Bohrer einschalten. Ups. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Ups. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht noch eine Fernabschaltung. Da, Elende Bohrer!
dachte, du magst große Maschinen. Ich habe meine Meinung geändert. Ja, Level 5. Ein Rasentrimmer, alles ist gut. Wie die drauf reagieren auf die Waffen, finde ich super. So, was haben wir noch? Ja, komm, Partypilze für alle. Ah, der Quetschdinger. Da, in dem Bohrerstrahl. Ich schlage es mit dem Hammer raus. Bitte, pass auf. Yeah. Wir müssen schnell in die andere Dimension zurück. Hey. Samar. Ich bin noch intakt. Nein, du bist kaputt. Oh, ich wollte drüber. Wow. Ihr Schweine. Hier muss es doch noch mehr Bolzen geben zum Aufsammeln. Meinst du wohl? Guck mal da überall. Bolzen! Die sind aber auch ganz schön aggressiv, die Kerle. Treibstoff und gefährlich nah dran, zur Bombe zu werden. Oder wir rammen damit den Bohrer, lösen ihn und verhindern so, dass der Planet zerwirst. Einzig verstößt das gegen das Protokoll, aber wir leben in einer postapokalyptischen Welt. Also, was soll's? Dann bereit machen für den Aufschlag. Hallo, hier ist dein bester Freund, Jim. Bitte stirb nicht, ich habe nämlich mal... Was hast du? Warte. Trauerlaute gelöscht, als die beste Freunde wurden. Nicht jetzt, Jim. Jetzt hätte ich gern einen Trauerlaut. Rivet, ein Chaos Emerald. Oh, wow. Oh, nein. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es... Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker.
Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Oh Gott, das... Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Ich bin viel zu versaut für das Spiel. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's, wenn wir das Phasenquarz reparieren und das Universum retten? Okay, Boats, suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast und der Flicker das Phasenquarz reparieren kann, dann gelingt uns das Unmögliche. Die Mords haben so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner. Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, die Dimensionen zu retten. Aha. Oder so beste Flickerse. So, wir haben hier wirklich alles, ja? Alles, alles, alles. Kann ich irgendwo die Karte... Ich weiß nicht, wenn man die Karte ändert. Also wir haben nur die anscheinend. So. Oh. Wow. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch. Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger, die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Wie hätten sie, wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte? Ihr Schwachköpfe! Hier, ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Kopfgeld beträgt jetzt 27 Quintillionen Nefari-Taler. Seht es euch an. So viel, so real, so absolut nicht gefälscht. Und es gehört alles euch, wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt. Offenbar will Dr. Nefarius uns um jeden Preis schnappen. Wir müssen weitermachen. Mir fehlt noch... Oh, mir fehlen hier zwei Infobots im Trümmerfeld. Oh Mann. Tauren 4 und Cordelion. Also wenn insgesamt... Wenn jemand einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Insgesamt, warte mal, es gibt ja nur noch zwei. Dann habe ich 6 von 10 Infobots. Ja, dann müsste theoretisch noch ein oder zwei Planeten nach denen geben. Ich werde mal noch ganz kurz auf die anderen zurückgehen, gucken, ob ich da noch was finde. Also das hier stört mich ja jetzt. Startklar, los geht's. Dass mir noch zwei Goldballs fehlen in Sargasso. Zit, zit, zit. Prau. Prau. Zurbstande 60. Das heißt, ich habe alle, theoretisch. So. Ich bin ja ein bisschen faul, deswegen habe ich mir mal ein paar Goldbold... warte mal, ich habe mir eine Karte rausgesucht. Und zwar... Ja, alle Goldbolds. Weil ich, wie gesagt, ein bisschen faul bin. Deswegen habe ich mir jetzt mal geguckt, Sargasso. So. Wir gucken mal ganz kurz. Corso, nein. Sargasso, Bolt 1, der ist... Der muss hier sein? Nein, warte mal, wo ist denn das? Wie gesagt, ich bin ein bisschen faul, deswegen habe ich mir den rausgesucht. Nee, doch, der müsste hier sein, der Bolt. Da. Um genau zu sein. Hier müsste ein Goldbolt sein. Guck ich mal kurz. Au. Ach, warte, ich kann doch fliegen. Mit Trudy. Trudy, 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 Trudy. Hallöchen, Rivet. Und auf geht's. So, wo ist er denn? Aha, aha, aha. Oh, mal sieh mal da. Da ist er doch schon. Weh, Vorsicht. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen faul, bevor ich da ewig rumsuche. Ne? Mach ich das lieber so.
Habe ich den beim ersten Mal nicht gesehen, bitte? Wie das glänzt. Das ist auch shiny. Und der dritte ist komischerweise auch ganz einfach. Also das heißt einfach, aber der ist einfach hier unten in der Nähe. Das meine ich damit. Und dann können wir auch schon wieder abdampfen von hier. Müsste hier sein? Ne, warte, hier müsste es sein. Darüber springen. Zufälligerweise da, wo ich noch überhaupt nicht war, ist es. Hier! Ja, ja. Gut gemacht. Blöde Viecher. Hey, Trudy. Bist du flugbereit? Oh, was war das denn? Warum hast du auf einmal so einen Ausbruch zur Seite gemacht, Trudy? Danke, dass du all die Kopfsteine gefunden hast. Trudy und ich könnten uns keine Rettung. Na klar. So, da war das. Da war das. So, dann haben wir hier alle drei. Hier fehlt noch einer. Im Trümmerfeld. Dann mal los. So. Das ist Debris Field. Ich glaube, den ersten hier unten, der da ausgezeichnet ist, habe ich schon. Ja, der ist nämlich hier unter der Brücke, den habe ich mir schon geholt. So, der zweite. Ach, das sind die in der Arena. Da kriege ich auch noch. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich die Arena weitermachen? Na klar, die Arena habe ich schon lange nicht mehr besucht hier. Kann ich mir bloß die Waffe jetzt holen? Der Todeshandschuh ist jetzt verfügbar. Muss ich mehr sagen? Nein, musst du nicht. Geil. Hallo? Vorschau? Hä? Hä? Okay, das Spiel ist, glaube ich, gerade ein bisschen verbuggt. Ich werde dich vermissen. Jetzt ging's wieder. Okay. Sag Hallo zu deinem persönlichen Schicksalsagenten. Wirf einfach ein Todesei, um sie loszulassen. Und sie beißen den nächsten Gegner, den sie sehen. Warum kann ich mir das Tutorial nicht angucken? Na los, kauf es, solange du kannst. Egal. Man sieht's nicht. Egal. So. Der Todeshandschuh. Was macht der Agenten? Wir sehen Gegner von weiter weg an. Und hier wird das Tempo der Agenten. Einfach mal machen. Oh, erhöhe die Anzahl der Agentenangriffe vor ihrer Deaktivierung. Alles gut. Du musst noch ein paar Schurken erledigen, bevor du die hier aufrüsten kannst. Was? Stufe 3 habe ich denn noch nicht schon? Oh, okay. Was? Ach, den Schild, den habe ich ja auch noch nicht weiter. Mann. Was macht das nochmal? Schlussabwehr mit dem Schild verbraucht weniger Munition. Ah, sehr gut. Das ist eine mächtig feine Verbesserung. So. Los, rüste das Ding auf. Setz zwei Partypilze auf einmal. Ja. So, Schmetterdetonation. Ah. War das schon vorher so mit dem Ding? Ja, oder? Das war vorher schon so mit dieser Bar.
bist hier auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Ach, Clank. Wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Warum? Also, wenn euer Mr. Zirkon, Zirki, friedfertig ist, wieso hat er eine Kampfarena? Tja, Zirkis ist ein Familienunternehmen. Er betreibt den Gastropub und Miss Zirkon sponsert die Arena. Zirki Junior ist der charmante Arenasprecher. Das ist, nett. Oh, guck mal, das Vieh, das ist ein Schaf. Warum kann ich bitte nicht die Arena weitermachen? Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich da erst ein paar Herausforderungen erfüllen oder was? Mal mit dir sprechen vielleicht? Nö, ich kann nicht. Kann nicht weitermachen. Wow, bei Zirkis ist gerade echt viel los. Echt schade, ich kann nicht weitermachen, die Arena. Erstmal. Na gut. So, also fehlt mir noch sehr viel hier im Trümmerfeld. Die Bots, ein Bolt und noch zwei Kostüme. Die gibt's alles für die Challenges. Ach Mann. Guck mal, Savali, da gibt's ja noch einen Bolt. Kein Ärger. Savali. So. Ach, hier kann ich wieder... Warte mal, die habe ich auch so schon gehabt die ganze Zeit. Meine Schlittschuhe, oder meine Rollschuhe, besser gesagt. So, ein Goldbolt müsste hier sein. Oh! Das ist ja praktisch. Hallo, schön, dich zu sehen. Also der Bolt kommt erst später. Okay. Das ist ja blöd. Da muss ich also wieder zurück. Warte mal, kann ich einfach so ans Raumschiff jetzt hier? Schnellreisenmäßig? Ne, leider nicht, ne? Warpen zum Schiff, da geht's doch. Schade. Dann machen wir einfach den nächsten Planeten. Das Ding ist, warum ich das jetzt schon machen möchte, man kriegt nämlich eine Superwaffe dafür in der Regel und ich möchte die so früh wie möglich haben. Repariere das kaputte Phasenquarz. Rivet und Clank müssen das Phasenquarz reparieren. Schon wieder Rivet und Clank. Ich hoffe, bei Rivet ist alles in Ordnung. Ich möchte mal wieder Ratchet spielen, nicht nur Rivet die ganze Zeit. Ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass man die beiden so selten spielt. Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen. Reparieren wir das Phasenquarz. Finde den Flicker. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja, hoffe ich auch. Sehr langweilig. Ich habe bald alle Waffen auf Maximum auf der ersten Seite. Na gut, den Blitzableiter nicht. Den Querschläger muss ich halt echt öfter nutzen. Den Partypilz haben wir bald. Den Formsprinkler. Gerade die guten Waffen habe ich schon fast alle auf Max. Ach man. Der ist halt einfach nur gut, dass ich viele Gegner auf einmal treffe damit. Die Brücke scheint außer Betrieb zu sein. Bestimmt ein Überfall. Meistens ziehen solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Was sehe ich denn da drüben glitzern?
weiß einer der Volade in der Stadt, wo wir ihn finden. Sie, kennen sich hier gut aus. Ich hoffe, sie sind gastfreundlicher als die Volade in meiner Dimension. Wo willst du den hin tun? Den stecke ich dir ins Gesicht, Clank. So. Hopp. Verzeihung. Weiß hier jemand, wo wir den Flicker finden? Wo ist der Ficker? Wo ist der Ficker? Was ist das denn? Ist auch ein tolles Schicksal, dass die Viecher sich aufblustern und platzen, wenn sie sterben. Kinderfreundlich, ich sag's ja. Was ist das denn? Guck mal. Wäre ich ein Flicker, wo wäre ich wohl? Oh, das wäre nicht jugendfrei. Kann ich jetzt gucken oder ist wieder verbuggt? Nein, es geht. Ja, ein Tod durch eine Million Schnitte von Kreisklingen. Dieses klassische, aber effektive Zerstörungswerkzeug lässt rasiermesserscharfe Projektile herumhüpfen. Sorge für schnelle und schneidende Gerechtigkeit. Wieder und wieder und wieder! Ich liebe diese Stimme, das ist so toll. Ja, ich habe nicht genug. Schade. Ich sag Bescheid, wenn ich die reinkriege. Oh, was? Wenn du den reinkriegst? Jetzt kann ich gucken. Hallo zu deinen kleinen Freunden. Todeshandschuh. Klein, aber bösartig, hungrig und fokussiert. Sie folgen dir, wohin du auch gehst. Zieh den Feuernabzug kalt zum Zielen und dann komplett, um deine bösartige Armee von Baden-Beißern zu entfesseln. Bis zum nächsten Mal! Ja! Oh Gott. Neue Touristen? Oh, willkommen auf dem Juwel unserer Galaxie. Bitte seid willkommen. Wusstet ihr, dass Molonot auf Schottisch Paradies heißt? Ist der Flicker auf diesem Planeten? Das ist er definitiv. Toller Typ, der Beste und Single, falls einer von euch interessiert ist. Du bist der Flicker. Man sagte uns, er könne Phasenquarz flicken. Phasenquarz, Blasenquarz, jedes Quarz, einfach alles! Er ist mir direkt sympathisch. Aber, wir hatten Ärger mit Piraten und er sollte helfen, weil er, naja, so groß ist, aber nach ein paar Tagen voller Kämpfe ging er einfach kaputt. Vielleicht können wir ihn reparieren. Ihr seht aus, als schafft ihr das in einer Molonot-Minute. Aber der Weg zu ihm wurde beim Piratenangriff zerstört, also braucht ihr einen Schleuderschuss. Oh, und ich habe einen in den Schmelzgruben da vorne gesehen. Glücksbild. Alter Schwede, ist das so eine Referenz an Hephaistos? Also, wenn das hier vorbei ist, gehen du und Ratchet in die Lombax-Dimension? Möglich ist es, aber Ratchet ist unsicher. Vielleicht hat er Angst, dass... Moment, Angst? Wieso Angst? Es ist kompliziert. Ha, tja, hey, wenn er nicht gehen will, komme ich mit. Warum konnte ich eben nicht schießen? Die sind so cool. Guck mal, die kleinen Wadenbeißer. Mega, die Dinger. Nein. Schade.
Warum sind die gerade? So. Die sind immer noch am Machen, guck mal. Au. Meine eigene Minion-Armee. Irgendwann reicht's auch mal jetzt hier. Da, jenseits der Schlucht sind die Schmelzgruben. Jenseits von Eden. Da-da-da. Aber da kommen wir nicht hin. Todeshandschuh. Jetzt wird improvisiert. Das ist so ein guter Name für diese Waffe einfach. Ja, ich slide einfach mal drüber, aber... Claritanium und... Und. Ne, das ist da oben. Hm. Kein Problem. Ich glaube, alles auf 100% zu bekommen von den Waffen wird gar nicht mal so einfach. Warte mal, kann ich da... Was ist das hier eigentlich? Warte, was? Da ist ein Infobot und Raritanium versteckt. Mann. Wer? Was der Fick? Okay. Lass mich raten. Ich, oh! Ein Teddybär! Der cringy Bär! Hier ging es ja auch noch weiter. Da ist er ja. Ich liebe es, Sachen kaputt zu hauen. Echt cool. Echt cool. Du hast die Spionbots gefunden. Fünf mehr und Miss Zurkon baut dir eine Waffe wie keine andere. Genial. Ich will diese Waffe haben, deswegen 100%, Leute. Dann hören wir uns den mal an. In der Tat, die Molonot-Schlucht ist der größte Schrottplatz in der Galaxie. Die ehemalige Arena für titanische Roboter, Deathmatches und Vollkontakt-Poetry-Slams wurde zur Quelle heiß begehrten antiken Erzes und seltener Technologien. Zwar ist der Imperator nur ein wenig an diesen altmodischen Teilen interessiert, doch die Volarde haben es geschafft, aus den Plündern der Knochen dieser klassischen Krieger ein recht einträgliches Geschäft zu machen. Zumindest bis die Piraten begannen, sie regelmäßig zu plündern. Da der Coco gerade da ist, Coco. Ganz kurz, ich weiß, out of character hier gerade im Stream. Weil ich habe gesagt, ich rede nicht mit dem Chat. Hier, Back for Blood, kommt ja im Herbst. Nur mal generell so, ne? Als kleiner Denkanstoß, wenn du möchtest. So. Way. Fände ich nämlich schon sehr sexy, das Spiel. Ist ja von Left 4 Dead Machern. So, aber jetzt. Was ist das? Ach, das war... Okay, da waren Viecher drauf. Hä? Die Karte ist doch hier vorbei. Bam. Da ist die vorbei. Da ist die halt vorbei. Ich weiß, soll ich mal eine neue Rüstung anziehen? Ich finde das irgendwie... Oh, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so festlegen, aber jetzt die ganze Zeit dieselbe zu tragen, ist ein bisschen blöde. Guck mal, man muss ja auch gar keine tragen, ist auch schön. Die hat ja Ratchet schon an, aber ich spiele so selten Ratchet hier, das finde ich blöd. Komm, muss ein bisschen badass aussehen, oder? Es sieht alles so nett aus, irgendwie. Ich finde ja, Rot ist generell ein bisschen aggressiver auf Rüstungen. Das Blut meiner Feinde.
Sehr klein. Irgendwie, Torren. Ich sag mal ein bisschen Turbo machen. Da oben war ein Goldbolt. Schiebe Röcke voraus! Da kommt noch mehr! In einer Schmelzgrube würde ich einen Schleuderschuss nicht erwarten. Ich vermute, das hat etwas mit der jüngsten Rückrufaktion zu tun. Irgendwas wegen gebrochener Rückgrate? Oh, je. Lässig! Bist du Rufus? Lässig! Ja! Der war recht gut, sehr beeindruckend. Der war super einfach versteckt. Es nimmt kein Ende. Recht gut versteckt, wollte er sagen. Als ob. Da kommt ein Sprung! Oh je! Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Das ist so geil. Einfach festhalten. Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Ich find's mega. In der Spiel. Das hat Spaß gemacht. Sowas finde ich immer geil. Auch wenn es ein bisschen Rail-mäßig ist. Wie auf Schienen, versteht ihr? Yar, har. Jetzt plündern wir los, die Zerstörung wird groß, denn das Ende des Fickers ist da! Welcher Ficker? Der Matrosen, ein nützliches Ding. Mir schwant, es könnte die Lösung bringen. So hat das Schicksal uns also wieder vereint. Ma petit, Rivet. Das Schicksal liebt es wohl, dir in den Hintern zu treten. Aha! Uhu! Piratenkumpane, Angriff! Das ist so ein Klischee, aber ich lieb's. Weißt du, Piraten, die ganze Zeit arr und singen und reimen. Und dann der eine ist natürlich Franzose. Schön. Die Piraten plündern Schrott. Sie dürfen den Schleuderschuss nicht bekommen. Vielleicht sollten wir diese Anhöhe hier nutzen. Gute Idee. Matrosen! Schilde? Da müssen wir wohl kreativ werden. Ja, ich hau einfach alles weg. Kreativ genug. Das waren alle. Runter mit dem Schleuderschuss. Oh, sorry. Da steht er rum und guckt. Oh, die Musik. Ich muss auf einmal in God of War denken. So, so. Einmal schleudern. Okay. Nichts Verstecktes hier. Geht's hier noch? Da geht's auf die Gleise zurück. Aber will ich das? Nö. Nö. Schau. Geht's denn da hin? Nee, lass mal. Da bin ich hergekommen. Da hinten habe ich auch noch nicht alles abgesucht. Egal.
So, hier geht's weiter, würde ich mal sagen. Das ist der Schleuderschuss. Yay! Wir haben den Schleuderschuss. Jetzt nur noch die Kluft voller Piraten überwinden und den Flicker finden. Alter, wuhu! Wow. Oh, deswegen. My back. Oh, my back. I'm done. My back. Ach, Maguire. Bully Maguire. Not fast nur auf Schrott besteht. Was suchen Sie dann hier? Ein Schrottplan. Ja, was für? Habt ihr das gesehen? Wenn Molo Not fast nur auf Schrott besteht. Was suchen Sie dann hier? Schießen Sie mich einfach in der Luft ab. Ist ideal, um Schätze zu finden. Der Lungwachs versetzt unsere Jungs. Haltet sie ab. Lecker. Da helfen wir doch her. Oh, so. Nicky, je t'adore. Oh, unsere Plündertour war stinklangweilig, bis du kamst. Also merci für die Abwechslung. Ja, ja, lach du nur, Pierre. Nein, meine Kleinen! Noch mehr? Wie viele Piraten hat? Yeah. Vielleicht hilft der Flug, sie zu beseitigen. Kommt ihr mal runter hier? Landet ihr vielleicht mal? Das wäre ganz cool. Andererseits kommen wir ja ganz gut allein zurecht. Easy schneezy. Wo sind sie denn? Gibt's keine mehr. Ich bin auf Stein gelandet. Wir wurden geändert. Achtung! Dein Anti-General einzumischen ist dir wirklich lästig, Rivet. Wieso kommst du mir immer in die Quere? Schon mal überlegt, dass du mir in die Quere kommst? Ja. Ich bin der Protagonist dieser Geschichte. Alle, 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 Freunde! Ja, bist du. Wow. Mein Schiff habe ich gehört. Langweilst du dich, Rivet? Wie wär's mit einem neuen Tanzpartner? Fände ich lustig, wenn es in einem anderen Universum eher die Hauptfigur wäre. Werden wir etwa... tanzen? Nein, tun wir nicht. Winziger Roger. Wow.
Was zum Geier? Du brauchst dir über keine Platte laufen. Ich werde dein Ende sein. Mach dich bereit, Ratte! Was hast du davon, wenn du uns bestehlen willst? Euch bestehlen? Das passiert nicht nochmal! Der Sprinkler ist so schön. Der Pilz ist gleich auf Stufe 5. Ich kann dir den Ärger sparen! Er wird langsam mürbe! Du wirst mich nicht versenken! Das war's, du Schwein. Erdmatrosen! Unser Führungsschiff ist verloren! Zerstört es jetzt! Wir essen die Ausgaben! Das ist lustig. Bist du sicher? Hui! Oha. Ich schlage vor, wir gehen von Bord. Vorschlag angenommen. Haha, mit dem Gesicht in den Schrott. Alter. Alter. Von Piraten habe ich aber erstmal genug. Schön gebremst. Mit dem Gesicht in den Schrott rein. Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Nein. Ich habe das kleine Vieh getötet. Ich habe leider nicht genau 25.000 brauche ich übrigens für den Schuss. Aber für die neue Waffe meine ich. Wenn du es bei Mist 27. Ist das Qualität. Bald erhältlich. Warum eigentlich? Ich habe den schon ewig da drin stehen. Der Todeshandschuh. Ja. Oh, bei den Sternen. Das ist was ganz Feines. Geil. Sorry, keine offenen Zellen. Der Blitzableiter, da ich den immer noch nicht auf Stufe 4 habe, Mensch. Mhm. Yeah. Ja, schade, dass ich das nicht mehr nutze, weil 5 Punkte, ne? Los, rüste das Ding auf! Was ist das nochmal? Ach, der Querschläger, ja! Und extra Querschläger. Formsprinkler. Oh, da habe ich auch eine ganze Menge frei. Was macht das? Ein zusätzlicher Sprinkler kann eingesetzt werden, Munitionslimit um 2 erhöht. Cool. Der Sprinkler ist total lustig, also es ist super einfach. Einfach mit dem Sprinkler so viel zu treffen. Okay, darüber muss ich jetzt. Oh, warte, da komme ich gar nicht mehr zurück. Hui. Damit komme ich hin. Bye. Sehe ich das richtig? Man kriegt nur Erfahrung für den man direkt trifft. Die indirekt getroffen werden, geben keine Erfahrung. Oh, das wäre blöd. Das ist ja gar nicht mal so geil zum Leveln. Oh. Hier ging es auch nicht weiter, oder? Ah, ne, doch, da geht's doch weiter. Ne, warte, das ist da drüben.
sehr, sehr seltsam. Und hier gibt es dann einen Infobot, aber da ist noch nichts los. Ah, nee, Quatsch, den habe ich ja unten. Ah, das war nur auf der Karte so komisch. Hey. Das ist eigentlich totaler Quatsch, sich die Munition zu kaufen, weil man hat so viele Waffen. Ich gebe zu, dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Hey. Wenn er nicht gegen die Waffen kämpft, ist er ja vielleicht ein sanfter Riese. Untypisch für Riesenroboter, aber... Zerstören! Ihr kleinen Gruseltypen. Ich finde sie süß, aber irgendwie ein bisschen gruselig. Oh, 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 oh. Hier war noch eine ganze Menge verpasst. Noch eine Dimensionsfalte. Was meinst du? Könnte Spaß machen. Wenn es denn sein muss? Mhm, Spaß mit Dimensionsfalten, ja. Ich hätte gesagt, dieser Geruch. Vielleicht Zeit für einen letzten Flitzkäferritt. Ist das dein Ernst? Okay. Ich muss alles sammeln. So. Da. Langsam, langsam, langsam. Sehr schön. Lombax Praetoriana. Wo ist es denn? Da, Lombax Praetoriana. 10% mehr Raritarium. Das ist gut, aber ich meine, wie gesagt, wenn man eins findet, wie soll da 10% mehr rauskommen? Ist eigentlich Quatsch, ne? So ein bisschen. So ein bisschen Quatsch. Alter, was ist das? Das sieht creepy aus. Als wäre eben die Wirbelsäule so aus dem Körper. Guck mal. Also wenn das jetzt ein bisschen nicht jugendfrei wäre, dann wäre das vielleicht ein Mensch, dem die Wirbelsäule raushängt. Na gut. Alles klar. Ja, immer noch seltsam. Seltsam, aber faszinierend. Okay, auf zum Flicker. Fast geschafft! Für unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen! Mach sie fertig, Matrosen! Der Lombax kommt dem Flicker gerade einfach zu nah! Ich geb euch gleich, ihr Flicker. Ich habe hier gute Deckung. Und es sieht aus, als könnte ich sie auch von der Seite angreifen. Dachtest du etwa, du könntest so leicht? Immer her damit, Pierre! Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst! Ich hätte wissen sollen, dass es nicht leicht wird, euch zu versenken. Aber es ist vergebens, die Flicker zu flicken. Hast du etwas gesagt? Fick nicht den Ficker. Ja, ich höre gar nicht mehr zu. Gut, dass du das nie herausfinden wirst. Du und den Flitzerbrecher Rucksack habt keine Chance. Brecher Rucksack. Ihr seid nicht besonders. Wirf mich nicht mit den Versagern in einem Kopf! Ich bin nur das Gesicht der Operation. Hm.
Vielleicht versteht Pierre den Hinweis jetzt. Meiner Erfahrung nach eher nicht. Der Flicker ist erledigt. Genau wie du. Wir können nicht aufgeben. Wir sind dem Flicker so nah. Wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Als wäre das das Einzige im ganzen Universum hier. Ja, ich bin frustriert und aufgeregt. Lies die Flaggen und verletzt den anderen. Wir müssen sie von den Flicker fernhalten. Oh, ich habe da drüben noch was liegen lassen. Nein! Okay, aber Leute, das war's für den Part. Wie immer danke ich euch sehr fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren und wir sehen uns wieder zu Ratchet & Clank Rift Apart, beziehungsweise Rivet und Bolts oder so. Danke, tschüss.